Hallo, ich bin es wieder, Luisa von Das Bücherregal, und heute möchte ich euch ein paar Eindrücke von der Frankfurter Buchmesse geben. So gegen 8 Uhr morgens sind mein Vater und ich losgefahren und sind dann 2 Stunden nach Frankfurt gefahren. 5 Bücher hatte ich in meinem Gepäck, 2 davon für 2 Freundinnen. In Frankfurt angekommen, auf dem Messegelände, haben wir uns erstmal einen kleinen Überblick über das Außengelände verschafft. Das kleine Zelt links neben dem blauen Zelt war das Signierzelt. Und hier könnt ihr den Frankfurter Messeturm bewundern. Anschließend sind mein Vater und ich in die Halle 3 gegangen, in die Halle der Kinder- und Jugendmedien. Dort habe ich auch mein erstes Autogramm von dem englischen Autor Jonathan Stroud bekommen. Hier könnt ihr diese Signatur sehen, und ich finde, dass Jonathan Stroud sehr sympathisch ist. Und er hat mir auch einen großen Gefallen getan. Er hat mir nicht nur mein Buch, wie ihr hier sehen könnt, signiert, er hat mir auch mein T-Shirt signiert, was ich wirklich gut finde, weil Lockwood & Co., die seufzende Wendeltreppe, war mein erstes Buch von Jonathan Stroud, und ich muss sagen, ich war begeistert. Anschließend sind mein Vater und ich frische Luft schnappen gegangen und haben das knuffige blaue Einhorn getroffen. Weiß jemand von euch, was das für ein Wesen ist? Wenn ja, kommentiert's bitte auf Facebook oder auf YouTube. Auch mein Vater hatte seinen Spaß auf der Messe mit Fuchs. Anschließend ging es wieder rein in die Halle, auch wieder Halle 3, weil ich für Bianca das Buch Isola von Isabel Abedi signieren lassen wollte. Isola ist ein Buch, dessen Inhalt ein Mix aus Big Brother und dem Mörderspiel ist, würde ich sagen. 12 Jugendliche auf einer Insel, Kamera überwacht. In der Halle 4 haben mein Vater und ich Stefan Fassel-Wenz getroffen, und er hat vor 12 Jahren seinen eigenen Verlag gegründet. Er konnte uns viel aus dem Leben beim Verlag erzählen und dass man mit viel Biss, Leidenschaft und einer Portion Glück viel erreichen kann. Er hat mich in meinem Berufswunsch, später vielleicht mal bei einem Verlag zu arbeiten, definitiv bestätigt. Anschließend wollten mein Vater und ich nochmal zum Signierzelt. Dort habe ich mir mein Autogramm für das Buch 13, geschrieben von Wolfgang und Heike Holbein, abgeholt. 13 ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher und auch einer meiner Favoriten unter den Holbein-Büchern, weswegen es mir besonders viel auch bedeutet hat, das auch er hinten auf mein T-Shirt geschrieben hat. Er hat mir auch zusammen mit seiner Frau Heike Holbein, die knapp hinter ihm sitzt, auch viele Fragen beantwortet, mir auch einige Sachen erzählt, die höchst interessant waren, fand ich. Abschließend wollte ich mir noch kurz ein Autogramm von Kerstin Gier holen für mein Buch Silber, das erste Buch der Träume, und ein Autogramm für Annika, für das Buch Smaragdgrün, und in der Hoffnung, noch mein T-Shirt signiert zu bekommen. Die Schlange war 70 bis 100 Meter lang. Ich stand irgendwo bei 1,90 Meter. Und obwohl Kerstin Gier sich noch eine Stunde länger als überhaupt eingeplant war, für ihre Fans Zeit genommen hat und mein Signieren wohl auch wirklich auf jedem eingegangen ist, hat die Zeit leider nicht gereicht, sodass ich leider kein Autogramm für Silber oder Smaragdgrün bekommen habe. Aber man konnte sich die Zeit eigentlich ganz gut vertreiben, weil man schnell neue Kontakte geknüpft hat. Abends, so gegen 8 Uhr, sind mein Vater und ich dann auch wieder nach Hause gefahren. Erst mit dem Shuttlebus zum Parkhaus und dann mit dem Auto nach Hause.